Hier seht ihr meinen Blackbear Crawler, der DevGuard, der gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch extra ein Bemal-Tutorial gemacht. Das ist eins meiner ersten Bemal-Tutorials gewesen und auch eins meiner ersten Airbrush-Arbeiten. Da könnt ihr genau schauen, wie ich den bemalt habe. Der gefällt mir besser wie meine anderen Panzer. Der ist ein bisschen comichafter. Er ist sehr dreckig, sehr rostig, aber trotzdem auch sehr leuchtend. Man sieht hier überall diese Leuchteffekte. Dann habe ich ihn oben bei der Kanone mit Heißkleber diesen Schleim reingemalt. Da habe ich einfach mit Heißkleber die Kanone volllaufen lassen und habe das dann auch mit Nurgle's Rod angemalt. Überall bei den Löchern, bei seinen Vertiefungen habe ich ihm ziemlich knallig grün Farbe aufgesprüht, damit das einfach ein bisschen leuchtend ist, weil mir einfach auffällt oder weil ich einfach finde, dass das auf dem Spielfeld so besser wirkt, wenn das ein bisschen leuchtender ist. Im Gegensatz zu meinen anderen Panzern, die ich euch auch schon gezeigt habe oder nach und nach zeige, finde ich, sticht der einfach ein bisschen besser raus und der ist einfach viel sauberer gearbeitet. Da habe ich mit der Salztechnik gearbeitet, das heißt, ich habe den kompletten Panzer ein bisschen rostig angemalt oder besprüht mit der Airbrush. Dann habe ich ihn feucht gemacht, habe Salz darüber gestreut, dann habe ich ihn mit Bone White, glaube ich, besprüht. Auch ziemlich viel in Einzelteilen habe ich hier gearbeitet bei dem. Und dann habe ich danach das Salz wieder abgewaschen, wo diese Rosteffekte zustande kommen. Die Waffen sind natürlich alle magnetisiert, was ich euch gleich zeigen werde. Genau, die Ketten auf der Seite, alles ist sehr rostig. Ich habe das alles sehr viel mit Nilak Oxide bemalt, was ich immer gerne mische mit Agrax Earthshade oder Seraphine Sepia, dass es nicht so knallig leuchtend ist. Jetzt halten wir den mal an und dann zeige ich euch, dass wir diese Entrophie-Kanonen sind magnetisiert, die kann man abnehmen und da vorne diese Waffe ist magnetisiert. Und da kann man ihnen jetzt natürlich diese Seuchenspucker ranmachen auf beiden Seiten. Und auch diese Rodtail Volleygun kann man ranmachen. Ich habe alle Waffenläufe mit Heißkleber vorne angeklebt oder besser gesagt vorne einen Heißklebertropfen rangemacht und das mit Nurgle's Rod angemalt, dass einfach alles danach aussieht, als würde da der Schleim rauskommen. Im Nachhinein fällt mir auf, dass der hinten am Heck so zwei so eine Art Auspuffanlage hat. Da hätte man ihn jetzt auch den Schleim rausfließen lassen können, das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aber der gefällt mir ganz gut, im Gegensatz zu meinen anderen Panzern ist der ganz gut. Und so mit diesem Panzer ist eigentlich auch so richtig mein DevGuard Farbschema ins Leben gerufen worden und entstanden. Nachdem ich den gemacht habe, habe ich eigentlich meine restliche DevGuard auch in diesem Schema gemacht. Man sieht bei den solchen Kanonen und so weiter, da habe ich ziemlich viel mit der Airbrush gemalt. Das waren auch so meine ersten Versuche, so Leucht-Plasma-Effekte mit der Airbrush zu machen. Da weiß ich noch, das war ziemlich schwierig noch alles. Da habe ich noch nicht so das Feeling für die Airbrush gehabt. Da war alles noch sehr frisch. Aber für das ist er, finde ich, sehr, sehr gut geworden. Und ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Mini.